Willkommen hier in der letzten Session auf der FOSGIS 2021 am Dienstag. In dieser Session haben wir drei Vorträge, die sich alle drei mit 3D befassen. Wir fangen an mit dem Michael Holthausen von der Firma Terrestris, der uns die Software Cesium.js vorstellen wird. Und das Thema lautet 3D-Geo-Applikation mit Cesium.js. Daten, Einsatzmöglichkeiten und Spezifikationen. Viel Spaß beim Einstieg in Cesium.js. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über 3D-Geo-Applikationen mit Cesium.js, den ich in drei Blöcke unterteilt habe. Wir starten mit einem allgemeinen Überblick. Schauen uns dann die unterschiedlichen Standards an, dabei insbesondere die 3D-Teils. Und zum Schluss gebe ich noch einen kurzen Einblick in Daten und Einsatzmöglichkeiten. Mein Name ist Michael Holthausen und ich habe 2018 den Master of Science in Geographie an der Uni Köln beendet und bin seitdem als Anwendungsentwickler bei Terrestris in Bonn tätig. Wir entwickeln und betreuen Open-Source-GIS-Projekte mit unterschiedlichen Themengebieten, unter anderem halt auch 3D. Und ja, starten wir mit dem ersten Block. Cesium.js ist eine Open-Source-JavaScript-Bibliothek zur Erstellung von 3D-Globen und Karten. Cesium.js besitzt halt alles, was der Definition eines virtuellen Globus nach entspricht. Man sich also mit einem 3D-Software-Modell die Darstellung der Erde oder auch anderer Himmelskörper betrachten kann. Und dabei zeichnen sich diese Modelle dadurch aus, dass man sich frei in einer virtuellen Umgebung bewegen und jeden beliebigen Punkt ansteuern kann, dabei den Blickwinkel ändern kann und das Zooming über unterschiedliche Skalierungen vornimmt. Ja, es handelt sich also wie bei einem herkömmlichen Globus um die vereinfachte Darstellung der realen Welt. Und wie bei bekannten 2D-Kartendarstellungen können mithilfe der Zoom-Funktion auf einen beliebigen Punkt viel genauere Details angezeigt werden, als es halt mit einem herkömmlichen Globus möglich wäre. Dies und die Unterstützung zur Darstellung von aufbereiteten Daten, je nach Anforderungen sogar in Echtzeit oder per WMS über verschiedene Kartenebenen, zeigen dem Anwender dann unterschiedliche themenbezogene Sachverhalte auf. Die Daten können dabei lokal, also offline, vorliegen oder halt von einem Server gestreamt werden. Es gibt natürlich noch andere Optionen, dreidimensionale Objekte virtuell im Browser darzustellen. So hatten wir bereits vor 2 Jahren einen Vortrag bei der FOSGIS im Programm, in dem einzelne Bibliotheken wie 3.js und Xfreedom miteinander verglichen wurden. Und anders als mit diesen Bibliotheken können mit Cesium.js Objekte und Daten halt in ihrem geografischen Kontext visualisiert werden. Und durch seinen Ursprung in der Luft- und Raumfahrt für die digitale Verfolgung von Objekten im Weltraum, wo es halt sehr auf Präzision ankommt, bietet Cesium.js eine sehr hohe Detailtreue und Genauigkeit. So wird Cesium halt dort verwendet, um zum Beispiel die Position von Zehntausenden von Satelliten gleichzeitig zu simulieren. Und all die zuvor genannten Merkmale eines virtuellen Globus werden von Cesium.js dann unterstützt. Und in seiner Basisversion sieht Cesium.js im Browser dann folgendermaßen aus. Wir haben hier zunächst eine kleine Hilfe integriert, sowohl für Mausbedienung als auch für Touchbedienung. Und dann schalte ich direkt mal auf das Terrain um. Und wir können hier über das Suchfeld zu jedem beliebigen Ort fliegen und uns dann genaue Details über die jeweils eingebundene Karte darstellen lassen. Hier ist es jetzt
ein Satellitenbild. Natürlich können wir hier auch noch auf OpenStreetMaps umschalten. Ja, CSIM.js steht unter der Apache 2.0 Lizenz und wird über GitHub bzw. NPM veröffentlicht. Und jeder kann dort an der Entwicklung teilnehmen. Von Analytical Graphics, ein US-amerikanischer Anbieter von Software für die Raumfahrt und nationale Verteidigung, wird das Kernentwicklerteam gestellt, das sich halt um Weiterentwicklung und Fehlerbehebung kümmert. Der Community Support erfolgt über ein Forum, in dem aber auch das Entwicklerteam aktiv ist. Ja, die Bibliothek ist in JavaScript geschrieben und verwendet die WebGL-Schnittstelle bzw. HTML5 und CSS zur Darstellung der einzelnen Komponenten. WebGL wird für hardwarebeschleunigtes 3D-Rendering mit JavaScript verwendet und basiert auf der bewährten Grafik-API OpenGL. Und WebGL ist halt vor allem ein Standard, der von allen Webbrowsern auf dem Desktop, aber auch von einer großen Anzahl von mobilen Browsern unterstützt wird. Also alle modernen Webbrowser unterstützen die 2017 veröffentlichte WebGL 2.0-Spezifikation. Das heißt, durch die Verwendung von Webstandards kann CSIM.js in allen modernen Browsern ausgeführt werden. Mit einer dedizierten Grafikkarte können zusätzlich die Rendering-Zeiten beschleunigt werden. Aber selbst halt auf mobilen Endgeräten sind die Anwendungen mittlerweile nutzbar, da halt auch die Touch-Gesten unterstützt werden. Ja, CSIM.js unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung und auch Fehlerbehebung. Zu Beginn eines jeden Monats wird die neueste Version dann veröffentlicht, aktuell zuletzt halt vor einer Woche mit Version 1.8.3. Ja, und zu den Highlights der vergangenen Version zählt sicherlich die Veröffentlichung von CSIM für Unreal Engine sowie die grundlegende Unterstützung für das Rendering im Untergrund. Das heißt, wenn sich die Kamera unter der Erdoberfläche befindet, wird der Globus als feste Oberfläche gerendert und Objekte unterhalb der Erdoberfläche werden nicht abgeschnitten. Dadurch ist CSIM.js auch für ganz neue Themengebiete interessant geworden, zum Beispiel für geologische Fragestellungen. Ein weiteres, vor allem bei der Darstellung von 3D-Inhalten bekanntes Problem ist das Backface-Culling. Hier wurde halt in CSIM.js eine Eigenschaft für die 3D-Tiles geschaffen, um auch die Ansicht der Unterseite oder des Inneren eines Objektes oder Modells zu unterstützen. Und das größte Architektur-Refactoring fand Ende 2019 statt, wo CSIM.js von Asynchronous Module Definitions auf ECMAScript 6 Module wechselte und damit können CSIM.js-Applikationen nun wesentlich effizienter geladen werden, da die Gesamtgröße des Bibliothekpakets verringert wurde. Die Bibliothek liefert auch eine umfassende API mit, die halt in der Dokumentation beschrieben ist. Hierüber kann halt die Darstellung des Globus, der anzuzeigenden Oberflächenkarten, der Atmosphäre, der Sonne und halt allen sonstigen platzierten 3D-Objekten beeinflusst werden. Außerdem können über die API externe Datensätze eingelesen werden. Dazu zählt neben GeoJSON zum Beispiel aber auch das eigens für CSIM.js entwickelte Format CZML. Es ähnelt dem KML-Format, basiert aber auf JSON und wird zur Darstellung von Linienpunkten, Flächen, Modellen und anderen grafischen Grundelementen verwendet. Als Besonderheit bei diesem Format zählt die Möglichkeit der Beschreibung einer zeitdynamischen grafischen Szene in einem Webbrowser auf einem Globus von CSIM.js. Das kompakte und einfach zu parsende Format erlaubt ein effizientes Streaming an den Client und ist halt auch vom Menschen les- und schreibbar. Des Weiteren wird über die API der Zugriff auf CSIM.1 möglich und CSIM.1 ist ein ab einer gewissen Auslastung kostenpflichtiger cloud-basierter Dienst für CSIM.js. Hauptsächlich wird hier über das Terrain für den Globus bereitgestellt. Nutzer können dort aber auch eigene Daten ablegen, das sind dann sogenannte Assets, die halt bei Bedarf an die Anwendung gestreamt werden können.
Über Cesium-1 können bestimmte 3D-Datenformate in 3D-Tiles konvertiert werden, um halt diese dann an den Client zu streamen. Und das führt uns dann zum nächsten Teil des Vortrags, nämlich zu den Standards und 3D-Tiles. Also lange Zeit gab es halt nur Geodatenstandards im Web für die Darstellung von Raster- und Vektordaten, also WMS, WMTS, GeoJSON, Shapefile und KML. Dabei war die Darstellung von Rasterdaten halt niemals ein Problem für Cesium.js. Vektordaten aus Shapefiles können als GeoJSON konvertiert, ebenfalls auf einfache Art und Weise in Cesium.js angezeigt werden. Allerdings für die wesentlichen Daten, also die 3D-Modelle, gibt es halt schon eine Menge guter Standards und Dateiformate, um sie halt zu speichern, zu visualisieren oder halt auch mit anderen zu teilen. Das Problem ist, dass es sich dabei halt um Austauschformate handelt. Sie sind halt gedacht für den Austausch von Daten zur weiteren Bearbeitung, aber halt keinesfalls für die Echtzeitvisualisierung optimiert. Und sie waren halt auch definitiv niemals für die Verwendung im Web gedacht. Ja, erst mit WebGL war es halt möglich, eine Spezifikation für die Darstellung von 3D-Modellen im Webbereich zu entwickeln. Und die Kronos Group, wo auch OpenGL, WebGL und andere Grafikstandards entwickelt wurden, veröffentlichen halt die Spezifikation für das offene GLTF oder auch GL-Transmission-Format als JPEG für 3D. So können halt mittlerweile viele andere Projekte mit Daten, die als GLTF vorliegen, umgehen. Dazu zählen halt Cesium.js, 3JS, Babylon.js, LibreOffice und Blender kann halt mittlerweile auch GLTF lesen und schreiben. Aber das größte Problem lässt sich auch mit GLTF alleine nicht lösen. Ein Modell mit Hunderttausenden von Gebäuden, Bäumen, Vektordaten oder anderen Modellen kann nicht einfach Hunderttausende von Webanfragen stellen. Dafür sind die Daten einfach zu groß, JavaScript zu langsam und die Browser begrenzen den Speicher pro Tab. Ja, und an dieser Stelle kommen halt die Cesium 3D-Tiles ins Spiel. Die 3D-Tiles als OGC Community Standard ist eine offene Spezifikation und bildet das fehlende Bindeglied zwischen halt umfangreichen heterogenen 3D-Geodatensätzen und der 3D-Mapping-Engines, wie halt zum Beispiel Cesium.js. 3D-Tiles definieren eine räumliche Datenstruktur, die für 3D ausgelegt und für Streaming und Rendering optimiert ist. Dabei wird das Prinzip des hierarchischen Level of Detail optimal umgesetzt und nur die sichtbaren und priorisierten Teils eines definierten Modells werden an den Client gestreamt. Sieht man hier auf dem ersten Bild, ist halt eine Darstellung von 3D-Gebäuden in Cambridge zu sehen. Aber in dieser Ansicht ist es halt nicht erforderlich, jedes Detail eines jeden einzelnen Gebäudes darzustellen, um zu laden, da man sie hier von dieser Ansicht aus überhaupt nicht erkennt. Daher kann hier auf eine sehr reduzierte und vereinfachte Darstellung der Gebäude zurückgegriffen werden. Und in der zweiten Abbildung ist die sogenannte Bounding Volume als rote Umrandung aller Teils sichtbar, die hier in einem Grid angeordnet sind. Und erst in der dritten Abbildung, unten, wo sehr nah an eines der Objekte herangezoomt wurde, sieht man die Details der Objekte. Und alle anderen Teils, die in dieser Ansicht nicht benötigt werden, sind nicht mit einem höheren Level an Detail nachgeladen worden. Diese Struktur entlastet halt den Browser und auch die Anzahl der Webanfragen. Orchestriert wird so ein Teilset über eine JSON-Datei. Damit werden die einzelnen Teils zu einem Teilset zusammengefügt. Das Teilset JSON hat vier Eigenschaften auf oberster Ebene. Das ist halt Asset, Properties, Geometric Error und Root. Ein Asset ist halt ein Objekt, das Metadaten über das gesamte Teilset enthält. Properties ist ein Objekt, das Objekte für jede Eigenschaft pro Merkmal im Teilset enthält. Hier ist es halt die Höhe. Der Geometric Error ist halt eine nicht negative Zahl, die den Fehler in Metern definiert, der bestimmt, ob das Teilset gerendert wird. Zur Laufzeit wird halt der geometrische Fehler verwendet, um den Screen Space Error zu berechnen.
Wenn dieser Wert halt ein erforderliches Minimum nicht überschreitet, sollte das Teilset halt nicht gerendert werden. Das heißt, hierüber wird definiert, ob das Teil eines Teilsets zu einer bestimmten Detailstufe angezeigt werden soll oder nicht. Ja, ein Root ist halt das Objekt, das die Stammkachel definiert. Unter anderem werden darin die Position des Teilsets über die Bounding Volume definiert, sowie die Position der einzelnen Teils innerhalb dieser Bounding Volume, dann über das Objekt Children. Die Angabe der Bounding Volume erfolgt halt über ein Array von 6 Zahlen, die begrenzende geografische Region mit Breitengrad, Längengrad und Höhenkoordinaten definieren. Breiten- und Längengrade müssen als WGS 84 im EPSG 4979 definiert sein und werden hier im Bogenmaß angegeben. Die Höhen sind in Meter über oder halt auch unter dem WGS 84 Ellipsoid angegeben. Über das Refine-Property können Kindelemente hinzugefügt werden oder ihre Elternelemente ersetzen. Insgesamt ist dabei zu beachten, dass über das URI-Property in der Teilset-JSON nur auf die Geometrien verlinkt wird. Die binären Geometrien, die halt das GLTF enthalten, sind nicht Bestandteil der Teilset-JSON. So können halt ganze Gebäude, hier eine Kirche als Punktwolke aus einem LiDAR-Scan, aus einzelnen Teils zu einem Teilset zusammengesetzt werden. Hier handelt es sich halt um eine additive Verfeinerung, also je näher die Kamera an eine Position des Teilsets heranzoomt, desto mehr Punkte werden für diese Position nachgeladen. Ja, im letzten Block soll es noch um die allgemeine Datenverfügbarkeit und die Einsatzmöglichkeiten gehen. Bei 3D-Daten hat man halt zunächst vor allem im Geobereich das CityGML vor Augen. Das ist halt auch das Format, das von vielen Kommunen verwendet wird, um ihre Daten in einem 3D-Format zu veröffentlichen. CSIM.js kann diese nicht direkt anzeigen. Diese müssen halt zunächst in das Format der 3D-Teils konvertiert werden. Diese Funktionalität stellt die Transformationspipeline von CSIM.1 zur Verfügung. Der Nachteil hier ist halt, dass die konvertierten Daten nur bis zu einer gewissen Größe abgespeichert werden können. Danach ist halt ein kostenpflichtiger Plan der Plattform notwendig. Und des Weiteren liegen die konvertierten Daten und auch die Originaldaten anschließend auf den Servern von CSIM ein. Ja, im Rahmen eines Projekts für ein geologisches Institut haben wir unter Verwendung der externen Bibliothek Py3D-Teils eine eigene Pipeline entwickelt, die halt in Zusammenarbeit mit unserem Open Source GIS Shogun XYZ-Daten eines Nutzers zu geologischen Schichten über den Cesium-Client importiert, in eine PostGIS-Datenbank abspeichert und in das EPSG 4978, einem Earth-Centered, Earth-Fixed, rechtshändigen 3D-Koordinatensystem konvertiert. Damit werden dann über Py3D-Teils die 3D-Teils exportiert, Metadaten abgelegt und der Nutzer kann halt nach diesem Prozess sofort dynamisch in einem CSIM.js-basierten Client sich diese Daten anzeigen lassen. Ja, mittlerweile findet CSIM.js in immer mehr Anwendungen seinen Einsatz. Nur als Beispiel zählen dazu unter anderem die IAEA zur Überwachung von Radioaktivität im Meerwasser, Intel Geospatial und Cesium mit der Identifizierung von Vegetationsüberschneidungen um Strommasten mithilfe von LiDAR-Punktwolken, Flightradar 24 zur Verfolgung des weltweiten kommerziellen Flugverkehrs, halt in der 3D-Ansicht dann. Also auch SwissGeol zur Darstellung geologischer Daten im Web und halt auch noch viele weitere Anwendungen, die bei Cesium unter den User Stories geteilt werden. Wir haben Cesium.js aufgrund der hohen Flexibilität, Supportaktivität
und diversen Einsatzmöglichkeiten für unsere Projekte am besten identifiziert. Das heißt natürlich nicht, dass zukünftig oder generell der Einsatz anderer Bibliotheken für diese Zwecke ausgeschlossen ist. Ja, um einen detaillierteren Einblick in eine der Anwendungsmöglichkeiten wird es auch hier im Anschlussvortrag über das Portal SwissGeol gehen. Und ich empfehle halt idealerweise später auch noch die einzelnen Demos mal der Anwendung im Sandcastle von Cesium einfach selbst auszuprobieren. Ja, damit bin ich am Ende angekommen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Michael Holthausen, nochmal für deinen tollen Vortrag und diesen super Einstieg in Cesium.js. Wir gehen jetzt zu den Fragen über und haben auch da einige Fragen im Chat. Gibt es noch Applaus? Wunderbar. Wer noch Fragen hat, die können gerne noch gestellt werden. So, die erste Frage, da geht es um die Konvertierung. Und zwar, welche Konverter, beispielsweise GEDA gibt es, um beispielsweise von OBJ oder GLTIF-Meshes oder Punktwolken nach Cesium-3D-Teils zu konvertieren? Habe bisher nur den IAN-Service gefunden. Gibt es da noch mehr? Ja, das ist korrekt. Also der CSIM-1-Service, der wird halt auch sehr beworben auf der Seite, ist halt mit den genannten Bedingungen, dass halt die Daten anschließend bei denen auf dem Server liegen, zu beachten. Wir haben halt unsere Konverter selber geschrieben, die sich halt nur auf XYZ-Punktdaten beziehen. Es gibt noch nicht so viele freie Konverter, die wir für unsere Projekte halt auch gefunden haben. Unter anderem halt dieses Pi3D-Teils. Und das ist schon sehr weit fortgeschritten. Basiert aber oder hat zur Grundlage auch überwiegend Laserscan-Daten. Okay, das wurde hier in den Fragen auch nochmal angesprochen, ne? Das Pi3D-Teils, ja. Gut, dann die nächste Frage. Besteht die Möglichkeit, ein eigenes Geländemodell zu nutzen? Ja, es können digitale Geländemodelle auch als Terrain konvertiert werden und dann von Cesium eingebunden werden. Diese Daten müssen dann aber halt auch auf einem Server liegen beziehungsweise an Cesium gestreamt werden, da sie in der Technik genauso wie die 3D-Teils halt gehandhabt werden. Da gibt es auch bisher wenig freie Konverter, bei Cesium ein natürlich auch wieder vorhanden dann. Okay, gut. Und die nächste Frage geht, denke ich, in die Richtung, gibt es virtuelle Globen auch frei im Internet? Also Cesium.js ist die Open-Source-Version, um diesen Globus darzustellen. Und das verstehe ich halt unter frei. Der ist halt rein zur Darstellung des Globus und eventueller Daten gedacht, die halt entweder von Cesium einkommen oder halt von einem eigenen Server bereitgestellt werden. Okay, gut. Dann noch eine Frage. Wird Cesium.js für den Digital Twin genutzt? Gibt es bekannte Beispiele? Also ich hatte ja ein paar Beispiele aufgelistet, wo Cesium verwendet wird, halt zum Beispiel Flightradar 24. Andererseits wird es halt auch in vielen Entscheidungsunterstützungssystemen verwendet. Und es ist halt immer abhängig von den Daten, die halt integriert werden können oder sollen. Zum Beispiel kann man es auch gut für Hochwasseranalyse benutzen. Mir ist jetzt allerdings kein Beispiel in dieser Richtung bekannt, denn oft werden halt diese Systeme dann nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht, sondern halt nur intern von den jeweiligen Ämtern genutzt dann. Okay, danke. Und dann noch eine letzte Frage zum Abschluss. Da geht es eher um die Installation. Wo kann man eine Installationsdokumentation finden für Windows Server? Wie sieht es mit den Serveranforderungen aus?
Also eine Installation erfolgt in der Regel über Node, also NPM-Package. Und Cesium.js wird halt nicht auf dem Server ausgeführt, sondern halt nur die Skripte des Paketes werden halt von dem Server bereitgestellt. Und das System selber läuft dann halt ausschließlich im Browser des Endnutzers. Halt nur die Daten, die man gerne dem Nutzer bereitstellen möchte, die müssen halt gestreamt werden und müssen dann halt auf einem Server bereitgestellt werden, sei es jetzt halt der eigene Server oder Ion. Das heißt, eigentlich muss nur eine gute Upstream-Leitung dann vorhanden sein. Okay, vielen Dank. Gut, das war's schon mit den Fragen, die hier im Chat auftauchten. Herzlichen Dank nochmal, Michael, an dich.